So, hallo. In diesem Video zur klassischen Genetik geht es um den Kopplungsbruch. Voraussetzung zum Verständnis dieses Videos ist das Vorangegangene mit dem Namen Genkopplung. Denn nachdem Morgan die Genkopplung entdeckt hatte, führte er noch weitere Versuche durch, um eben, seine gefundene Erkenntnis durch Folgeversuche zu bestätigen. So, und dabei führte er einen Versuch durch, der nicht seinen Erwartungen sprach. Wenn ihr euch das vorangegangene Video nochmal in den Kopf zurückführt, dann wurde da in einem zweiten Schritt eine Rückkreuzung durchgeführt. Ja? Und zwar nahm Morgan dazu einmal ein Individuum mit den Anlagen Groß A, Groß B, Klein a, Klein b, die hatte er durch eine Dihybridkreuzung erhalten, ne, Tochtergeneration seines ersten Versuches. Und dann hatte er noch für die Rückkreuzung den rezessiven Elter seines Ausgangsversuchs genommen, der eben die Anlagen nur Klein a und nur Klein b enthielt. Zum Verständnis, wofür die Anlagen a und b standen, schreiben wir es hier nochmal hin. So. Die Anlage A stand grundsätzlich für die Körperfarbe. So. Dabei war Groß A die normale Körperfarbe und Klein A stand für schwarze Körperfarbe und war rezessiv, wie sich dabei schon herausstellte. B war, stand für die Flügelform. Und zwar Groß B für normale Flügel, also dominant und rezessiv, die Variante stummelflügelig. So, dementsprechend, das hatte die erste Kreuzung gezeigt, waren diese Individuen normal gefärbt und hatten normale Flügel. Und diese Individuen hatten eine schwarze Körperfarbe und hatten Stummelflügel. So, und dann hatte er eben diese Individuen miteinander gekreuzt. So. Ne, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. So. Damit ich gleich noch was einfügen kann zur besseren Erklärung. So. Also, diese beiden Individuen wurden gekreuzt. Und heraus kamen in seinem Versuch vorher einmal Individuen mit der Merkmalskombination normale Farbe, normale Flügel und solche mit der Merkmalskombination schwarze Körperfarbe und Stummelflügel, weil dieser Elter entweder das Chromosom mit den Anlagen Groß AB weitervererbt oder das Chromosom mit den Anlagen klein a, dieser Elter, ja nur beide Chromosomen, die Anlagen klein a, klein b haben, fällt das jetzt hier nicht so ins Gewicht. Und die Erklärung war eben, die Anlagen sind gekoppelt auf einem Chromosom, werden also gemeinsam weitervererbt oder eben nicht. Soweit zur Theorie. Allerdings hatte Morgan, und das hatte ich im letzten Video auch so markiert und auch schon mal angedeutet, in seinem ersten Versuch hier ein männliches Individuum genommen. Im zweiten Versuch hatte er die Geschlechter vertauscht. Ob er das jetzt extra gemacht hat oder zufällig, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, aber er führte den gleichen Versuch durch mit getrennten, veränderten Geschlechterrollen und auf einmal traten neben diesen erwarteten Merkmalskombinationen noch die beiden anderen Merkmalskombinationen, mal gucken, dass ich die hier noch hinbekomme, so, die beiden Merkmalskombinationen, normale Farbe, aber Stummelflügel und umgekehrt, schwarze Farbe, aber normale Flügel, doch auf. Und das Problem war, naja, die Genkopplung, die er ja durch seinen ersten Versuch mit getrennten, also mit umgekehrter Geschlechterfolge durchgeführt hatte, hatte er hier die Genkopplung entdeckt,
Und dieses Experiment widersprach ja der Genkopplung, weil auf einmal doch die Merkmale und dementsprechend wohl auch die Anlagen irgendwie getrennt vererbt worden sind. Also, hier hatten wir einen Widerspruch zur Genkopplung. Allerdings, mit der Unabhängigkeit, na, schreibe ich jetzt mal erst, nach Mendels dritter Regel, konnte er dieses Versuchsergebnis auch nicht erklären, weil die Individuen mit den Merkmalskombinationen der beiden Eltern viel, viel häufiger auftraten als die Individuen mit den, ja, Mischformen quasi. Und bei der Unabhängigkeit wäre hier zu erwarten gewesen, dass jede Merkmalskombination gleich häufig auftreten müsste. Das heißt, weder mit der reinen Genkopplung noch mit der reinen Unabhängigkeit ließ sich dieses Experiment erklären. Was musste denn aber grundsätzlich passiert sein? Wenn wir hier eine normale Körperfarbe haben, dann muss ja auf jeden Fall die Anlage Groß A vorhanden sein, von dem einen Elter. Von dem anderen gibt es ja nur ein kleines A. Aber um eine schwarze, um Stummelflügel erklären zu können, musste das kleine B vom ersten Elter weitervererbt worden sein, vom zweiten ja sowieso nur. Sonst könnte das rezessive Merkmal Stummelflügel gar nicht auftreten. Und ebenso war es im zweiten Fall. Die schwarze Körperfarbe war nur zu erklären durch die Merkmal, durch die Anlagekombination klein a, klein a. Und die normale Flügelform konnte man nur erklären durch eine Anlage groß B vom ersten Elter. Wie gesagt, vom zweiten gab es ja nur klein b als Anlage. Aber wie sollte das gehen? Dass Groß A und Klein B auf einem Chromosom liegen, wo sie doch vorher, naja, nur die großen Anlagen oder nur die kleinen buchstabigen Anlagen auf einem Chromosom lagen. Ein Blick in die Meiose, in die, ja, Herstellung der Eizellen oder Spermienzellen brachte hier Aufschluss. Denn es konnte beobachtet werden, dass in der Meiose, und jetzt mache ich mal hier so einen kleinen Kasten, deswegen habe ich vorhin Platz gelassen. So, der Platz könnte reichen, dass sich die Chromosomen in der Meiose aneinander lagern und zum Teil aber überkreuzen und dabei aus Versehen auseinanderbrechen und falschrum wieder zusammengebaut wurden. Das führte dazu, dass zunächst erstmal, wenn alles glatt ging, Chromosomen mit Groß A, Groß B bzw. Klein a, Klein b entstanden und so Eizellen mit eben diesen Chromosomen. Aber es konnten halt auch diese Chromosomen, wie gesagt, sich so überlappen, überkreuzen. Man spricht dann auch von einem Crossing over. Und dann brechen sie aus Versehen auseinander, werden falschrum zusammengeklebt, sodass dann die Anlage Groß A, Klein b miteinander kombiniert sind oder die Anlagen Klein a, Groß b. Ja, wenn ich hier also, kann ich jetzt nachträglich einfuschen, wenn hier in der Mitte beide Chromosomen durchbrechen und verkehrt herum aneinander geheftet werden, dann entstehen genau diese Anlagekombinationen. Und nur so kann man eben das Auftreten dieser Individuen erklären. Wie gesagt, das Crossing over der Chromosomen konnte man erkennen unter dem Mikroskop und es führte im Prinzip dann zu diesen Merkmalskombinationen. Jetzt zum Abschluss kann man sich natürlich fragen, ja, warum funktioniert das hier? Aber im anderen Fall, im vorangegangenen Video, bei vertauschten Geschlechterrollen, warum funktioniert das nicht? Die einzige Erklärung, die man dazu zunächst erstmal bringen kann, ist, aha, Crossing over findet also anscheinend nur bei weiblichen Individuen statt. Und bei männlichen, vorher, als die Geschlechter vertauscht waren, findet es anscheinend nicht statt. Warum? Das kann ich euch leider nicht sagen, aber dass es so sein muss, kann man eben aus dem unterschiedlichen Ablauf dieser beiden Versuche ableiten. Die Tatsache, dass diese beiden Merkmalskombinationen so selten vorkommen,
also wesentlich seltener als dieser hier, liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit, für ein Crossing Over, eben geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass eben keins stattfindet. Als Ausblick für euch vielleicht noch, morgen experimentierte mit verschiedensten Merkmalen und fand heraus, dass einige Merkmale höhere Austauschwerte hatten und andere niedrigere. Und er schlussfolgerte daraus, je höher der Austauschwert, also diese Prozentzahlen hier sind, je größer diese sind, desto weiter liegen die Anlagen auf dem Chromosom voneinander entfernt. Denn je weiter sie voneinander entfernt liegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass genau zwischen den beiden ein Crossing-Over stattfindet. Ja, wenn ihr euch andersherum vorstellt, die Anlagen liegen ganz dicht beieinander, dann gibt es unter Umständen nur eine Stelle, an der ein Crossing-Over stattfinden kann, sodass beide ausgetauscht werden. Und das ist noch viel unwahrscheinlicher. Aufgrund dieser Erkenntnis konnte Morgan sogar erste Genkarten herstellen, indem er die Größe dieser Austauschwerte dazu nutzte, eine Abfolge der Anlagen zu erschließen. Wie gesagt, das nur so angerissen. Wenn euch das näher interessiert, dann recherchiert da selbstständig nach, das bekommt ihr schon hin. So, für dieses Thema hier, Kopplungsbruch, sind wir damit am Ende. Jetzt seid ihr wieder dran, das zu verstehen. Crossing over ist hier ein wichtiger Begriff in der Meiose. Auch das könntet und solltet ihr euch vielleicht nochmal näher anschauen. Aber das war genau eben die Erklärung für das Auftreten dieser Merkmalskombination. So, und jetzt seid ihr wieder dran.